Der erste war Charles Brussel. Danach kommt Antoni Meucci. Danach kommt Alicia Gray aus Amerika. Alexander Graham Bell. Johann Philipp Reis aus Deutschland. Er war Sohn einer Bäckerfamilie. Als er 10 war, starben seine Eltern. Er wurde danach Lehrer für Mathe, Physik, Chemie und Französisch. Oft experimentierte er in einer Scheune. Er erfand das Velociped und den Rollschuh. Und erfand ein Ohr aus Schweinedarm. Spannend fand er die Übertragung von Tönen. Er erfand das Telefon. Herz isst keinen Gurkensalat. Das war der erste Satz, der jemals durch ein Telefon gesprochen wurde. Das war eine wichtige Erfindung, doch seine Kollegen meinten, das sei ja nichts anderes als ein sinnloses Spielzeug. Leider wurde er zu Lebzeiten nicht berühmt, sondern starb mit 40 Jahren einsam und arm.